Moin moin, ihr Schlawiner, Knochen wieder hier. Heute fahre ich den Langley Flugzeugträger. Bin ich mit dem Langley Flugzeugträger unterwegs, ist irgendwie logischer. Dienstgestellt 1922, Rang 4 hier bei den Amerikanern. Ich habe drei Geschwader A6 Flugzeuge, einmal Torpedo, einmal Marinebomber und einmal meine Jäger, Abfangjäger, wie auch immer. Und ich fahre maximal 15 Knoten und habe insgesamt 20 Flugabwehrgeschütze, davon sind 16 12,7 cm und 4 7,92er. So, hier ist nur ein gegnerischer Flugzeugträger, auch eine Langley. Das ist schon mal ganz gut. Jetzt muss ich mir natürlich überlegen, wo begebe ich mich jetzt hin? Ich will genau in die andere Richtung. So, muss ich nebenbei auch mal mein Fingerchen draufhalten. So, meine Gruppe 2 ist bereit. Die schicke ich auch schon mal in die Luft. Ich lasse sie aber erstmal um meinen Träger kreisen. Bis ich überhaupt irgendwas gesehen habe. Ich kann natürlich jetzt nicht abschätzen, wie gut jetzt mein Gegner wie viele Flugzeuge er hat. Angefangen, wenn es noch nicht modifiziert ist, hat man ja nur 4 Jägergeschwader. Und hat dann auch nur noch 2 Ersatzflugzeuge. Hier habe ich ja hier nochmal 4 Ersatzflugzeuge. Da sehe ich auch schon den ersten Kollegen. Aber ich werde mal trotzdem hier hinfliegen. Einfach nur um da... Oh, da sehe ich auch schon den ersten. Sein erstes Geschwader. Er hat auch 6, also er hat es komplett modifiziert. Er will natürlich auch sich in Sicherheit wägen und... Oh, da kommen schon die Bomberflugzeuge. Versuche mal die Bombe abzufangen. Trotz allem. Denn ich bin ein bisschen näher dran. Oh ja, er kommt rüber. Meine Stimme ist leicht belegt, aber ich muss gleich rein. Aber gut, er hat schon ein Flugzeug verloren. Und da er eh noch am Kämpfen ist, so jetzt habe ich noch eins abgeschossen, schicke ich meine Flugzeuge schon mal rüber hier. Noch eins abgeschossen. Das sieht ganz gut aus, aber man weiß es nicht. Ich gehe wahrscheinlich mit einem Flugzeug raus, beziehungsweise... Okay, sein Torpedo... Bomber kommt jetzt hier an. Die werde ich versuchen noch abzufangen. Er fliegt weg. Okay, ich bleibe hier in der Nähe. Der soll schön kreisen und keine Möglichkeit haben, jetzt ranzukommen. Ich muss mal ein bisschen die Geschwindigkeit rausnehmen, sonst bin ich gleich um die Ecke. Wird beschossen hier? Das ist ja nicht gut. Ich weiß, was er jetzt macht. Und zwar wird er warten, bis ich verschwinde. Ich werde meine aber erst zurückschicken. Okay, er fliegt irgendwo hin. Oh nein, hier sind die gegnerischen Abfangjäger. Das war jetzt nicht so überlegt, aber ich werde zusehen, dass ich den noch mit abballer. Oh ja, oh ja, oh ja, komm. Wassereinbruch, ich hoffe, er repariert den nicht sofort. Aber ich glaube, er hat den Brand gelöscht und er wird jetzt hoffentlich verrecken. Nee, er hat schon repariert. Man sieht, dass keine Punkte mehr verloren gehen. Wahrscheinlich hat er auch drauf gewartet. Ja, flieg doch mal mit da, mein Guter. Okay, ich habe nur noch 2 Flugzeuge drin. Ich habe noch 4 Ersatz. Wenn ich jetzt kein weiteres verliere, könnte ich immerhin noch die voll bekommen. Und ich muss mal meine Richtung wechseln, sonst bin ich hier ganz schnell weg. Ich werde wahrscheinlich keinen weiteren abschießen von ihm. Er hat einfach zu viele noch. Das ist ja 4 gegen 2. Aber ich habe trotzdem noch einen abgeschossen. Habe aber auch einen verloren.
Ich werde jetzt keinen rausschicken, bis ich nicht wieder Jäger dabei habe. Und das bringt einfach nichts. Blöderweise bin ich jetzt entdeckt, während ich ihn noch nicht entdeckt habe. So, ich schicke meinen Jäger erstmal rüber. Er wird natürlich mit seinen Jagdflugzeugen dann rüberkommen. Aber die sollte ich locker schaffen, gar kein Problem. Ja, macht sich schon wieder auf dem Rückweg. Jetzt klingt er aus und meine Gruppe ist in der Luft. Und sie sind schnell. Schneller jedenfalls als am Anfang, das war richtig mies. Es hat so lange gedauert. Ist das knuffig. Und ich sollte einen anderen Jäger abfangen. Ich brauche dringend Hilfe. Ja, ich brauche auch ein bisschen Fire Support, aber egal. So, sie kommen also um die Ecke. Jetzt muss ich natürlich fliehen. Und er kommt zurück, dieser kleine Lurchi. Sofort zurück. Und irgendwie einpacken hier. Okay, ich habe einen abgeschossen. Das Blöde ist, ich habe keine Ersatzflugzeuge mehr. Noch eins abgeschossen. Wenn ich Glück habe, hat er auch keine Ersatzflugzeuge mehr, aber das kann ich natürlich nicht wissen. Das sehe ich erst, wenn weitere Jäger wieder unterwegs sind. So, die sind weg. Jetzt fliege ich darüber, denn ich habe sowieso keine Ersatzflugzeuge mehr. Das war dumm ausgeklingt. Ja, ich hätte es manuell machen sollen, aber habe ich jetzt nicht. Ich brauche unbedingt Feuerunterstützung. Das ist mir leider schon mal passiert. Da dachte ich, also ich habe oft gehabt, dass ich denke, oh, jetzt bin ich in der richtigen, auf der richtigen Seite. Oh, scheiße. Das sieht gar nicht gut aus. Die werden mich so zerknüppeln. Ich wurde entdeckt und werde natürlich auch dementsprechend beschossen werden. Der muss auf jeden Fall weg. Vielleicht kriegt man ja auch ein paar Flugzeuge runter hier. Ich werde wohl eher den hier nehmen. Der ist ja noch unterwegs. Ist mir auch bewusst jetzt erstmal. Ich habe gerade ganz andere Sorgen. Gruppe 4, bereit. Und ich werde beschossen. Das wird nicht mehr allzu lange laufen hier. Wir haben eh schon einige verloren. Fuck, wie oft soll man hier eigentlich aufhören? Ja, ist so. Dieses Team hat's voll verkackt. Die halten sich irgendwo auf, wo niemand ist. Aber das ist wie bei anderen Spielen, wo man eigentlich auf die Heiler aufpassen muss. Wo es um Heiler geht. Hier wird einfach nichts. Auf nichts aufgepasst, was irgendwie aus der Ferne irgendwie helfen könnte. Das halte ich nicht aus. Wie soll man das überleben? Aber gut, ich kriege hier meine Pünktchen. Für Basisverteidigung und dergleichen. Und ich bin einfach zu langsam. Ich fahre maximal nur 50 Knoten. Und natürlich, wenn ich hier die Richtung ändere und so, wird es dementsprechend... Ja, scheiße. Das kann ich natürlich erstmal nicht löschen. Bitte, lass noch einen reingehen. Na, ich glaube, das wird nicht. Oder? Nein. Freut sich der kleine Lackerschwanz. Naja, machen wir noch eine Runde. Bevor ich mich komplett aufrege.
kleiner Pimmelsacker. Nun gut, dann probieren wir mal noch eine Runde, hoffentlich eine bessere. So ein gegnerischer Flugzeugträger und das ist auch eine Langley. Von daher hoffe ich, dass das gut abläuft. Diesmal werde ich einfach hinten bleiben. Ich werde mich jetzt nicht großartig bewegen, bis mir auffällt oder bis mir angezeigt wird, wo sich denn Gegner aufhalten, beziehungsweise wo sie eher vorbeikommen. Denn ich mache das nicht normal, dass ich irgendwie versuche vorzufahren, also um den Punkt herum und dann letzten Endes doch ja ein Popo gebumst werde. Gefechtsstation. So. Mein Jäger werde ich schon mal in Bereitschaft schicken. Jetzt wäre die Frage vielleicht, gucken wir hier schon einer. Vielleicht sollte ich auch zwischen die Inseln irgendwie was blöd zu manövrieren dann, aber letzten Endes würde ich ja drum rumfahren. So, das ist immer auf halbe Fahrt, auf Viertelfahrt. So, die schicke ich schon mal raus. Schick sie hier hin. Und ich hoffe, dass mein Gegner schlechter dran ist als ich. Dass er vielleicht nur 4 Flugzeuge hat pro Geschwader. Wäre natürlich besser für mich, aber werden wir dann sehen. Apropos sehen, ich würde gern was sehen. Hier ist noch nichts zu sehen. Meine anderen schicke ich schon mal in Bereitschaft, so dass sie nicht erst noch starten müssen, sondern schon in der Luft sind. So wie auch meine Jäger hier. Gruppe 3, behaltet derzeitigen Kurs bei. Kacke, keiner spottet. Ah, da sind schon die gegnerischen Jäger. Ist natürlich nicht gerade die cleverste Art und Weise. Das muss man dazu geben. Aber, wie man sieht, habe ich schon welche von ihm weggeknallert, während er noch dabei ist. So, wie viel hat er denn noch? Er verliert jetzt die letzten. Und so wie seine weg sind, werde ich meine zurückschicken. Wieder auffüllen. Ich hoffe, ich verliere jetzt nicht noch eins, weil dann kriege ich nochmal ein komplettes Geschwader voll. Das verreckt doch. Scheiße. Okay, ich kriege kein Geschwader mehr voll. Jetzt wird es auch ein bisschen blöd. Also ich meine, es wäre besser, wenn ich auf ein Schlachtschiff gehe. Klar, weil die nicht ganz so wendig sind. Das heißt natürlich nicht, dass sie nicht meinen Torpedos ausweichen könnten. Aber, kleinere Schiffe tun dies natürlich eher. Was? Alles daneben. Das ist doch nicht zu fassen. Nicht zu fassen. Na gut, von meinen Hauptangriffsflugzeugen, von meinen Bombern, Torpedos und so habe ich jetzt noch nichts verloren. Oh nein. Teilweise richtig blöd ausgeklingt. Ich hätte das echt manuell machen sollen. Aber ich gebe ehrlich zu, ich bin noch nicht so geübt im manuell ausklinken. Deswegen mache ich immer noch. So, hier will ich eigentlich die Torpedoflugzeuge abfangen. Die Torpedobomber. Irgendwo müsste er noch Jäger haben. Also ein Vierertrupp müsste er ja eigentlich zusammenkriegen. Ich habe echt welche verloren. Da sind seine Jäger. Ich hoffe eigentlich, dass ich die abfangen kann. Wie blöd ist er eigentlich? Wieso fliegt er mit den Dingern hier rüber? Okay, jetzt sollte es schneller gehen, weil sein
Ja, so ist es gut. Gruppe 2, warte auf Anweisungen. Die brauche ich jetzt natürlich nicht mehr abfangen, das würde einfach zu lange dauern. Ich werde mich weiter auf den konzentrieren hier. Irgendwann muss er ja mal weg. So, ich werde jetzt auch drum rumfahren um die Insel hier, weil offensichtlich nicht viel Leute da sind. Nicht viel Gegner da sind. Die sich auch etwas unsicher wägen, aber wir haben schon zwei Schiffe verloren und die halt erst eins, das ist natürlich blöd. So, man sollte natürlich auch ein näheres Ziel nehmen, also nehme ich jetzt doch den hier vorne. Gut, für mich wäre natürlich, wenn er jetzt in der Nähe des Schlachtschiffes bleibt und da vielleicht, wenn er die Torpedos ausweichen würde, die Torpedos in das Schlachtschiff gehen, aber deshalb nehme ich mir jetzt nicht. Er dreht schon, aber es kann ja immer noch was werden, wer weiß. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Nachteil ist, jetzt sind hier so viele Flak im Einsatz, dass ich natürlich doch einiges an Flugzeugen verlieren würde. Und die haben auch nicht getroffen. Und ich habe drei Flugzeuge verloren. Der Einsatz war eigentlich vier Flugzeuge. Ne, fünf sind es jetzt mittlerweile. Die komplette Gruppe wurde zerstört. Jetzt habe ich nur noch zwei Stück. Also das ist heftig. Auf jeden Fall ist das heftig. Sie versuchen natürlich dadurch meine Flugzeuge abzuschießen. So, jetzt klingt aus die Kacke und verpiss dich. Nimmt er einen mit? Er nimmt tatsächlich gar keinen mit und der andere wird auch ausweichen. Das ist doch, ja, wie soll man sagen, richtig beschissen. Muss ich trotzdem abfangen. Ich muss ja irgendwas machen hier. Die Runde ist ja mal richtig beschissen bisher. Also kann man nicht anders sagen. Toll, Gruppe 4 bereit. Gruppe 4 bereit mit zwei Flugzeugen. Alle Kräfte, benötige Deckungsfeuer. Jetzt knallen wir mal ein paar runter, das muss doch was werden. Aber auch wieder mein Fehler, ich habe einfach, ich meine, obwohl es logisch ist, man greift ja nicht so ein Cluster an, weil so viel Flak. Wenn man zusammenrechnet, wie viel Flak die haben und man die Schiffe kennt, dann wüsste man ja ganz genau, das ist nicht zu bewerkstelligen. Immerhin noch ein paar Flugzeugkills, also bisher nur Flugzeuge abgeschossen, aber ist ja besser als nichts. Denn so wird immerhin der Gegner auch unbrauchbar, so wie ich es ja auch bald werde, wenn es weiter so geht hier. Gruppe 2 soll mal hier rüberkommen. Oh ne, da ist noch Torpedos. Torpedos! Weg damit. Oh, er wird flüchten. Okay, er hat noch ein komplettes Torpedogeschwader. Und ich werde hier in der Nähe bleiben, denn ich will ja gar nicht, dass er in der Lage ist, seinen Torpedos auszuklinken. Im Prinzip habe ich ja den Kollegen beschützt jetzt hier. Wir versuchen mal was anderes. Das Bombenflugzeug bleibt dort. Abfangen die Scheiße hier. Ich meine, gut, dass er sich nicht rantraut. Das ist ja eigentlich auch Sinn der Sache. Oh, ich glaube, da gehen ein paar rein. Ich schätze mal zwei. Gruppe 2, wir stehen unter Beschuss. Und noch eins, aber kein Wassereinbruch verursacht. Ist blöd. Ich werde mal hier warten. So, Gruppe 4 hat wieder komplett verkackt. Also so schlecht waren die noch nie. Ich muss mir echt mal angewöhnen hier, Gruppe 2, warte auf Anweisungen. Scheiße, ich bin mal weg. Er folgt jetzt einfach bis zum Blut, echt, weg mit dem Dreck. So, jetzt habe ich nur noch meine eigenen komplett Jagdgeschwader und meine anderen Kollegen hier.
das wird auch wieder so eine Runde. Wie soll ich sagen? Ich glaube nicht, dass die noch was wird hier. Sag mal, ich habe gar nicht drauf geachtet, ob die entgegenkommen. Irgendwie. Okay. Kuppel 3 in der Luft. Okay, er wird seine Torps ausklinken. Das muss aber schnell gehen hier. Oh, scheiße. Also ein Treffer, also ein paar werde ich wohl abbekommen. Kuppel 2, Ziel zerstört. Kuppel 2, warte auf Anweisungen. Ende. Kann ich ausweichen, kann ich ausweichen, kann ich ausweichen. War das knapp. Und ich hoffe, jetzt hat er gar keine mehr in der Luft. Ich werde hier also noch ein bisschen kreisen. Er hat ja auch nur noch 4 gehabt. Da ich ja glücklicherweise schon welche weggeballert habe. Oh, Bombenflugzeug. Das müsste sein letztes sein. Gut, 2 Torpedotreffer und die schaffe ich hier vielleicht auch noch, aber dann war es das auch gewesen. Boah, Feuerunterstützung, hier ist eigentlich keine Sau mehr. Meine Gruppe 3 ist zerstört. Jetzt habe ich eigentlich nur noch die Jagdflugzeuge und ich bin nutzlos. Ich bin nutzlos geworden. Kann mit meinen Flugzeugen jetzt eigentlich nur noch rumgucken hier. Und das ist nämlich das Blöde. Ich wurde entdeckt. Ich habe nur 2 Torpedotreffer, zwar 24 Flugzeugabschüsse, hatte ich bisher auch noch nicht. Aber jetzt wird das hier nichts mehr. Ich wurde entdeckt und wir werden zerschossen und man sieht es ja. Ich werde noch einmal komplett auffüllen. Ich glaube, der gegnerische Flugzeugträger hat auch nichts mehr. Der wird keine Jäger mehr haben und keine Bomber. Hilft mir natürlich nicht viel, da ich jetzt gerade in die Schnauze kriege. Und zwar nicht zu knapp. Nee. Ich habe nur noch meine Jagdflugzeuge, die ich jetzt nicht mehr benötige, weil hier nichts mehr unterwegs ist. Jetzt jagen sie mich natürlich. Und sie kriegen mit, da ich nichts mehr abschicke, habe ich auch nichts mehr. Ja, das war es gewesen. Wieder zerfetzt. Schade. Ich habe Runden gehabt, da habe ich wirklich mal 3-4 weggeknallt. Das war schön, aber jetzt macht es mich fertig hier. Ja, irgendwann werde ich das Schiff nochmal fahren und da wird es hoffentlich besser laufen. Aber ich habe das Gefühl, und das hatte ich auch schon vor einem Monat, als ich nämlich aufgehört habe zu spielen, weil ich dann halt andere Spiele gezockt habe, dass mein Team, immer mein Team, oder meistens mein Team, so ist es richtig, verliert. Ich weiß nicht warum. Warum verliert meistens mein Team? Wir bekommen nichts fertig. Wir kriegen eigentlich nichts gebacken. Oh, da sehe ich gerade, er hat noch Torpedobomber gehabt. Ständig verlieren wir. Ich habe eine Winrate von, weiß ich nicht, was, 35% oder so mittlerweile. Also echt erbärmlich. Und ich weiß nicht, teilweise ist mein Team wirklich geisteskrank, also wirklich geistig behindert. Ja. Ich mache zwar ein paar Spielfehler, aber die fahren dann entweder zu siebt irgendwo hin, wo nur ein Zerstörer ist und der Zerstörer nimmt dann auch noch 5 raus. Ja. Oder sie teilen sich so blöd auf, dass alle immer irgendwo unterlegen sind. So ist das halt. Naja, wie gesagt, traut allem. Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß noch beim Zocken und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also, ciao, ciao.